Und deswegen, das ist ein Beispiel dafür, wie etablierte Parteien unter dem Signum, politisch korrekt sein zu wollen, freundlich sein zu wollen, was erklärbar ist aus der deutschen Geschichte, aber Tabuzonen aufgemacht haben und den Kommunikationsspielraum verengt haben. Und das haben die Leute gemerkt. Wir hatten es zu tun mit einer außergewöhnlichen Situation. 1 Million Menschen aufzunehmen, ist eine außergewöhnliche Situation, die Deutschland verändert. Das ist unbestritten. Und in so einer Situation zu antworten mit Kommunikationsverweigerung, ist das Dümmste, was man veranstalten kann. Und deswegen haben letztendlich, ich sage jetzt nur die großen Parteien, die Grünen muss man dazu zählen, haben, weil sie eine Wirklichkeit so konstruieren wollten, wie sie es persönlich gerne hätten, haben dieses Kommunikationsloch gerissen, in das die AfD mit appetitlichen und unappetitlichen Versionen dann Also waren Sie die reinmarschiert. besten Ja, Wahlkampfhelfer würde ich für die unterschreiben. etablierten Nee, für die Parteien? AfD. Für die Die AfD. Die Etablierten waren Etablierten waren die die besten besten Wahlkampfhelfer Wahlkampfhelfer für die AfD gewesen. Ist es nicht verständlich, dass Menschen sich dann, wenn ein solches Vakuum entsteht, da eben quasi politischen Schutz suchen bei der AfD, was man der Partei dann ja gar nicht übel nehmen kann, dass sie genau diese Bedürfnisse bedient? Naja, sie bedingt diese Bedürfnisse in appetitlicher wie unappetitlicher Form, das muss man ja schon sagen. Und die anderen, die etablierten Parteien, wie es so schön heißt, haben in der Kommunikation, nicht nur die Medien, sondern eben auch die Parteien, Riesenfehler gemacht, indem man sehr lange Zeit gesagt hat, wir ignorieren die Partei einfach, sie wird schon irgendwie wieder verschwinden. Das war der erste Fehler. Und dann hat man versucht, sie auszugrenzen. Und Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, Ausgrenzung ist das Schlimmste, was man machen kann. Denn einerseits sagt die AfD ja selbst, die anderen Parteien, die grenzen uns aus, sie reden nicht mit uns, weil sie nämlich keine inhaltlichen Argumente gegen uns haben. Wenn man sie also ausgrenzt, unterstützt man genau diese Position und spielt ihr genau in die Hände und stärkt sie, statt sie zu schwächen. Und andererseits ist es so, dass die Geschichte ja lehrt, dass immer wenn Gruppen gesellschaftlich ausgegrenzt werden, dann steigt der inhaltliche Zusammenhang, der innere Zusammenhang. Das heißt, man solidarisiert sich nach innen. Das bedeutet durch Erreicht das Ausgrenzung, Gegenteil von dem, was man eigentlich genau, erreichen durch wollte? Ausgrenzung erreicht man dann einfach nur, dass man auch keine Wähler der AfD mehr für sich zurückgewinnen kann, weil man genau den Wählern dann das Gefühl vermittelt, wir lassen euch ja alleine, wir wollen euch ja gar nicht mehr, wir interessieren uns gar nicht mehr für eure Befürchtungen, für eure Interessen auch. Wenn man sofort von Neiddebatte redet, bloß weil Interessen auch der deutschen Arbeitslosen oder sonst welcher Gruppen dann auch mit berücksichtigt werden sollen, das sind alles so Dinge, die dann der AfD einfach in die Hände spielen. Das einzig wirklich Sinnvolle, um dieser Partei entgegenzutreten und auch zu versuchen, einen Teil ihrer Wähler zurückzugewinnen, ist, sich inhaltlich mit ihr auseinanderzusetzen Haben Sie das schon mal erlebt? und deutlich, ich Haben habe Sie schon einmal eine Talkshow erlebt, wo ein AfD-Vertreter dabei war und einer von der SPD oder von der CDU, die wirklich ernsthaft über Sachfragen diskutiert Nein, haben? das Ich ist habe es genau nicht das erlebt. Problem. Das Ich habe ist es nicht genau erlebt, das Problem. weil, wenn Sie das nämlich machen, dann müssen Sie ja Ihre eigene Politik, Sie müssen zulassen, dass Ihre eigene Politik in Frage gestellt Ja. wird. Beispielsweise dieses Argument, was dann Sigmar Gabriel noch unmittelbar vor der Wahl aufgenommen hat. Oh Gott, da kommen jetzt Leute, die befinden sich sozial im unteren Segment. Und wir haben aber auch Deutsche, die sich sozial im unteren Segment befinden. Und deswegen könnten die ja das Gefühl haben, sie werden durch den Flüchtlingszustrom benachteiligt. Das hat Sigmar Gabriel genau verstanden, Andrea Nahles auch als Arbeits- und Sozialministerin, und hat entsprechend darauf reagiert und hat gesagt, wir müssen auch den Deutschen mehr Geld bezahlen. So, das heißt also, wenn man sich auseinandersetzen will mit der AfD inhaltlich, erstens ist es gar nicht so einfach, weil viele Fragen, die sie stellt, sind berechtigt. Nach dem Flüchtlingszustrom, den rechtlichen Grundlagen, nach der Frage, kommen da nicht kulturell fremde Menschen eben nicht aus Europa, sondern aus Kultur schwieriger, viel schwieriger zu integrierenden Einheiten. Diese Fragen, die hat man von den etablierten Parteien tabuisiert über Jahre von Parallelgesellschaften. Es gibt Bücher, die sind ja schon vor 10, 15 Jahren erschienen. Nicht mal von Herrn Sarrazin, sondern lange, lange vorher von Leuten, die sich mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt haben. Die etablierten Parteien wollten davon nichts wissen, weil sie ein anderes Bild von Wirklichkeit aufgebaut Frau Costadino, aber wie sollte man damit umgehen, dass man sozial Schwache, die ins Land kommen, also Flüchtlinge, nicht gegen sozial Schwache, die hier leben, gegeneinander ausspielt? Ich glaube, erstmal die große Frage ist, warum? Warum ist das einfach so passiert? Ich glaube, die Menschen, die Sie sagen, sie haben aus Protest reagiert. Es war nicht nur Protest. Hier gibt es
das ist ein Zeichen, ein Signal, dass man sich auch mit denen beschäftigen soll. Natürlich, das Land war auf einmal konfrontiert mit der Tatsache, die Flüchtlinge sind hier, wir müssen mit denen zurechtkommen. Aber Deutschland kennt auch andere Zeiten, als viele Menschen aus dem Ausland gekommen waren. Als ich kam 1990, ich war natürlich untypisch aus Bulgarien, aber es kamen sehr viele Menschen, 92 aus dem Jugoslawien. Aber die vielleicht eine andere Zeit, die Veränderungen ja, in Osteuropa. Dann kamen sehr viele russische Aussiedler. In Deutschland war auch in dieser Zeit nicht vorbereitet und trotzdem ist nicht diese Situation entstanden. Also jetzt ist der Moment, dass die Volksparteien und wir alle uns beschäftigen mit den Menschen, die die Seiten gewechselt haben. Also ich habe gelesen, dass 288.000 haben früher CDU gewählt. Wie ist das möglich? Für mich ist das erschütternd. Von CDU zu AfD. Und das heißt, wir haben diese Menschen vernachlässigt. Das heißt, die Volksparteien haben diese Menschen vernachlässigt. Die AfD hat das dann letztendlich genutzt, ausgenutzt. Und was können wir jetzt tun? Wir müssen einfach aufklären, diese Menschen, die jetzt den anderen Weg gehen wollen und denen die bekannt machen, wie ist denn es dann? Ich glaube, es ist nicht nur der Konkurrenzgedanke. Das spielt natürlich eine riesengroße Rolle, Arbeitsplätze und. Aber ich glaube, sehr, sehr viel fundamentaler ist tatsächlich dieses Moment, die wollen wir nicht. Also wir wollen die gar nicht integrieren. Also die da sind, wir wollen sie gar nicht integrieren, wir wollen sie mit ihnen gar nicht zusammenleben. Und ich glaube, das lässt sich so ohne weiteres durch Aufklärung nicht verändern. Ich glaube, die Sache ist doch ein bisschen ernster. Hinzu kommt, dass sie auch dadurch, wie soll man sagen, immun sind gegen andere Argumente, weil sie, und das scheint mir das Hauptproblem zu sein, nicht einfach nur von den Politikern, wie soll man sagen, falsch bedient werden oder nicht reflektiert werden, sondern eben vor allen Dingen von der Instanz enttäuscht sind und, wie ich finde, zu Recht enttäuscht sind, die eigentlich zur Kontrolle der Politik da ist. Ich meine die Medien. Also das Problem ist für mich weniger eigentlich, ich sehe es so wie Sie, weniger die Art und Weise, wie die Politiker mit der Frage der Flüchtlinge umgehen. Und ich bin von Politikern eigentlich auch gewohnt, dass sie mit Machtinteressen und Ähnlichem spielen müssen und deshalb oft Macht wichtiger ist als Wahrheit. Aber was mich zutiefst enttäuscht und was ich wirklich bedenklich finde, ist, dass die Medien ihre Kontrollfunktion nicht mehr ausüben. Herr Beuth, darf ich ganz kurz das noch hinten anschauen? Ich habe noch eine Frage, wir kommen gleich zu diesem Thema zurück, Herr Niedermayer. Anders als in Frankreich gilt bei uns politisch rechts immer noch als Stigma. Ein konservativer Unionspolitiker würde nie sagen, er ist rechts, sondern er ist konservativ oder am besten gleich in der Mitte. Ist das auch ein Problem, dass man dass jetzt im Umgang mit der AfD, das ist ja der Titel der Sendung, dass das immer so leicht so Richtung braune Ecke geschoben wird? Ja, natürlich. Wir haben eigentlich in fast allen anderen Ländern einen ganz anderen Umgang mit dem Begriff rechts. Ja, da gibt es in Frankreich eben La Droite und die anderen. Aber das ist ganz normal. Bei uns ist rechts dann immer etwas Anrüchiges. Und rechts von der Union sowieso. Wobei die Bürgerinnen und Bürger jetzt seit neuestem die Union ja links von der Mitte einordnen und die FDP auch, sodass eigentlich rechts von der Mitte gar niemand mehr außer der AfD da ist. Das ist ja auch etwas sehr Interessantes. Das heißt, auch in den Augen der Bürger hat die Union und die FDP Platz gemacht, rechts von der Mitte, für eine Partei. Und von unserer Vergangenheit her ist es, denke ich, immer noch so, dass eine nationalkonservative Partei durchaus Platz hätte im Parteiensystem. Aber langfristig, das heißt, wenn die Flüchtlingskrise einmal in halbwegs trockenen Tüchern sein sollte, nur dann, wenn sie sich dann auch glaubwürdig gegen den äußersten rechten Rand abgrenzt, wenn sie also in den Augen der Bevölkerung keine rechtsextreme Partei ist. Denn die wird dann von bürgerlichen Schichten einfach nicht mehr gewählt. Momentan schafft es die AfD noch, so eine Bandbreite abzudecken zwischen nationalkonservativ und dem äußersten rechten Rand, je nachdem, wen man hört, Herrn Meuthen oder Herrn Höcke. Und das gelingt hier aber nur wegen dieses exzeptionellen Themas Flüchtlingskrise. Aber langfristig, glaube ich, hätte sie nur dann eine wirkliche Chance, sich auf Bundesebene zu etablieren, wenn sie sich als nationalkonservative Partei doch mit Abgrenzung zum äußersten rechten Rand vorsetzen. Vielleicht darf ich Ihnen noch einen Punkt sagen, einen Punkt. Sie vielleicht korrigieren. Die Deutschen hatten mit massenhafter Zuwanderung immer ihre Probleme.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Vertriebenen kamen, dann können Sie nachlesen, wie freundlich die aufgenommen worden sind. Freundlich in Anführungsstrichen. Das war Ironie, darf man eigentlich im Fernsehen nicht machen. Aber natürlich waren die Ressentiments gegen die Spätheimkehrer, so hießen die, waren sehr groß. Als 1990 die Übersiedler kamen, also Menschen aus der DDR, hier nach Deutschland, da war die Aufregung riesengroß. Und als die Zahlen hochgingen auf ungefähr 400.000, zusammen eben mit den von Ihnen angesprochenen Russlanddeutschen, wuchsen die Ressentiments riesengroß. Und als man dann insgesamt über im Jahr 1991, 92 über 400.000 Asylbewerber hatten, dann hatten wir exakt dieselben Diskussionen, wie wir sie heute haben. Und eine Asylrechtsänderung. Und wir hatten dann 1993 immerhin eine Grundgesetzänderung im Asylrecht. Also Sie können die Diskussion, die hier geführt worden sind, zumindest mal, da war ich dabei, Anfang der 90er Jahre, die können Sie genau drauflegen auf die Diskussion, die jetzt geführt wird, mit einem Unterschied. Jetzt kommen Leute aus einem anderen Kulturkreis und es kommt das Megathema Umgang mit dem Islam, kommt auch noch dazu, was eine besondere Durchschlagskraft deswegen hat, weil die Leute mit der, oder die Menschen, die hier wohnen, mit der Integration von Islam ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, dass es nämlich ein Integrationsproblem gibt. Deswegen wird es jetzt nochmal besonders stark. Aber alles, was mit Veränderungen zu tun hat und wenn viele Menschen dazukommen, dann evoziert das Ängste, nämlich den eigenen Status zu verlieren. In dem Moment werden die Leute rebellisch und es kostet einige Zeit und man sieht ja an der Asylrechtsänderung auch einige Gesetzesarbeit, um das dann wieder einzufangen. Die Zahl ist natürlich noch sehr viel höher. Jetzt kommen wir zu dem, was ich schon angesprochen habe, zurück. Wird, Herr Bolz, die AfD in den Medien verzerrt dargestellt? Ich kenne die AfD natürlich nicht inwendig, sodass ich da ein angemessenes Urteil fällen könnte. Aber es würde mich sehr wundern, wenn das Bild der AfD in den Medien deckungsgleich wäre mit der Partei selber. Man bemüht sich gar nicht zu differenzieren. Ich hatte das vorhin ja schon angedeutet. Für mich als Außenstehender gibt es mindestens zwei unterschiedliche Grundgruppierungen in der AfD. Also eine, die tatsächlich Ressentiment geladen ist, die gibt es eindeutig und die kann jetzt natürlich sehr viele Ressentiments leicht auf Knopfdruck auch wecken. Aber es gibt eben auch einen seriösen Teil in der AfD. Und die Medien haben nach meiner Wahrnehmung überhaupt kein Interesse daran, hier zu differenzieren oder so wie wir das jetzt in der Diskussion doch, finde ich, ganz gut gemacht haben, mal zu sehen, welche Dimensionen oder welche Aspekte der Diskussion durch die AfD eigentlich abgedeckt werden. Und da finde ich eben, sündigen wirklich die Medien. Wie gesagt, was die Politiker machen, ist meines Erachtens völlig okay. Die sollen ihre Machtpolitik betreiben, die haben ihre eigenen Interessen, ihre Klientel und immer in Ordnung. Es geht um Macht in der Politik, aber im Journalismus müsste es eigentlich um Aufklärung gehen, um Information. Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber ich störe mich an Ihrem Demonstrativpronomen. Und die ganze Zeit schon, muss ich Ihnen ehrlich mal sagen, hier sitzt ja ein Medienmann. Ja, ich habe gut, nein, Augenblick. Ich habe ja vorhin gesagt, man müsste eigentlich differenzieren, aber dass die Diskussion würde gesprengt, wenn ich jetzt jedes Mal sagen würde, außer Fokus.de, ja, und so weiter. Aber es, will nicht, oder ich würde es auch viele andere auch, man die das auch die FAZ viele andere und viele, genau. viele andere. Nein, ich habe ja auch schon präzisiert und gesagt, besonders schlimm finde ich es eigentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Gut, aber das haben Sie schon gesagt, darf ich hier ganz kurz dazwischen gehen? Sie sagen, das ist eigentlich Sache der Journalisten und die Journalisten haben ein Problem, aber gilt das nicht für Politiker gleichermaßen, also für Politiker und Journalisten, dass es sich viele zu leicht machen mit der AfD, dann wird einfach gesagt, das seien also die seien am demokratischen Rand oder gar nicht demokratisch und die Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Partei einfach nicht passiert, weil sie auch sehr anstrengend ist, sehr schwierig. Ja. Es lässt sich ja nicht alles über einen Kamm scheren. Möglicherweise entdeckt man das da ja auch durchaus Brauchbares. Das lässt sich gut erklären. Nehmen Sie Frau Dreyer, ist ja das beste Beispiel. Ja, die also noch nicht einmal... Die ja übrigens die Wahl gewonnen hat. Ja, eben, sind die noch nicht mal den trotz Blick, dieser Verweigerungshaltung. Blick, ich würde sagen, trotz dieser Verweigerungshaltung, denn sie spricht ja auch, wenn man so will, auf der anderen Seite bestehende Ressentiments an. Es gibt ja diese Vorstellung, wie soll man sagen, das ist eine Partei, der man nur mit Hass entgegentreten kann und mit der darf man gar nicht diskutieren. Das hört man auch von vielen Politikern. Man hört es allerdings von auch Kardinälen. Tatsächlich von, wie bitte? Von Kardinälen von, hören Sie das auch. Das natürlich erst recht. Der Klärus ist nochmal ein Spezialproblem.
da verstehe ich es aber ähnlich gut wie bei den Politikern. Nur wie gesagt, das Problem beginnt für mich eigentlich erst im Journalismus. Und da sehe ich, dass immer mehr es zu einer Art ja, symbiotischer Beziehung gibt. Kommt vieler Journalisten zu bestimmten Politikern. Und die Art und Weise, wie Moderatoren und Moderatorinnen nicht nur in Talkshows, sondern auch in Sendungen wie Heute Journal oder Tagesthemen dann auf Politiker eingehen oder sie moderieren, buchstäblich in ihrer Selbstdarstellung, das finde ich schon extrem bedenklich. Also was mir am meisten fehlt eigentlich in der gesamten Debatte, ist dieses nüchterne, informierende, aufklärende und auch kritische Verhalten der Journalisten. Was ja auch sehr schwierig ist. Ich sage es nochmal, das gilt ja auch für Politiker, nicht nur für Journalisten. Machen wir uns oder machen sich auch die Politiker das einfach zu leicht? Muss man da sehr viel mehr tatsächlich die AfD inhaltlich stellen, hinterfragen, sie zwingen, Farbe zu bekennen, was ja eine Menge Aufwand eigentlich auch bedeutet. So leicht, wie man es sich bisher gemacht hat mit der Partei, kann man sich so in Zukunft wohl nicht mehr machen. Also, es gibt bestimmte Dinge, die gehen auf Twitter nicht mehr. Und genauso gibt es bestimmte Dinge, die gehen auf 1,30 eben auch nicht. Das heißt also, gut, dass wir hier 44,30 haben. Vertiefungsformate wie solche Sendungen hier, die ermöglichen eine Auseinandersetzung. Nur wir haben nicht so viele Vertiefungsformate und wir haben sie nicht, wir haben sie vor allen Dingen nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den Mainstream-Sendungen, denn die sind eher verkürzend. Und natürlich ist es einfacher, zu versuchen, mit 3 oder 4 vorbereiteten Fragen jemanden zu versuchen, Vorurteile zu bestätigen. Das war, als glaube ich, die erste, die gefragt worden ist, die erste, die von der AfD nach den Wahlergebnissen vor der Kamera stand, war Frauke Petry. Da hat man sie weniger nach ihrer Einschätzung gefragt, sondern erst mal 5-mal bombardiert mit Fragen, die ein rechtsradikales Stereotyp bestätigt hatten. Und Frau Petry hat das übrigens ziemlich sauber. Was mit Kurzformen zu tun haben muss im Journalismus, man kann es ja anders fragen. Ja, aber es war von vornherein, ist man ihr mit einer anderen Einstellung begegnet, als man etwa Sigmar Gabriel, Angela Merkel oder Christian Lindner begegnet wäre. Und das kann man ja tun. Aber die Leute merken es und sind dann verstimmt und sagen, wo kommt eigentlich diese Ungleichbehandlung her, warum? Und sie merken natürlich, vieles von dem, was die AfD sagt, ist irgendwie fadenscheinig, aber immer ist irgendwie auch ein bisschen was Richtiges dabei. Man weiß nur nicht, wie viel. Manchmal sind es 20%, es sind aber auch schon mal 50%. So, das heißt also, sie zu stellen, erfordert Zeit, intellektuellen Aufwand, Schlagfertigkeit. Ja, die sind ja auch geschult. Nochmal, sie sind nicht dumm, sie sind rhetorisch geschult, sie treten geschickt auf. Ich habe keinen gesehen nach der Wahl. Herr Meuthen ist aufgetreten, dann bei Hart aber fair, gestern Abend. Hat keinen Fehler gemacht, hat sich nicht irgendwo ertappen lassen bei irgendwelchen Schmuddeligkeiten. So ist der Mann auch nicht. So, also sind nicht alles Höckes. Und deswegen dieser alte Spruch von Hans-Joachim Friedrichs, dem Journalisten, du darfst dich nicht gemein machen, das zitieren alle, nicht mal mit einer guten Sache. Dieser Punkt, nicht gemein machen, nicht mal mit einer guten Sache, sondern unser Geschäft ist Journalismus und Distanz und nicht voyeuristische Nähe, mit wem auch immer. Selbst mit einer Position, die man vielleicht innerlich toll findet, aber das ist nicht unser Geschäft, das ist schlechter Journalismus. Da könnte man ein Beispiel von gestern noch bringen. Es war gestern, glaube ich, als Herr Kauder darauf angesprochen wurde, auf dieses Problem Umgang mit der AfD. Und er sagte, also in der Talkshow sei da völlig ungeeignet, weil er nicht genug Zeit hätte, um die Leute von der AfD zu stellen. Das werden wir heute versuchen zu widerlegen, dass eine obwohl das ja, ungeeignet obwohl ja ist, eben, dieses ich sage ja gerade, obwohl das noch ein Vertiefungsformat, um Ihr Wort zu benutzen, eigentlich ist, so eine Talkshow. Aber es scheint so zu sein, wie Sie gesagt haben, dass nämlich das eigentliche Problem ist, dass allein die Tatsache der AfD, mit der man konfrontiert wird, etwa in einer Talkshow, die Regierungsvertreter vor das Problem stellt, dass sie auf einige Fragen tatsächlich keine Antworten haben. Beziehungsweise, dass da Peinlichkeiten schlummern, die nicht haben die Politiker sind. Also Angst, sich näher mit dem Thema AfD zu beschäftigen, dass, also sich mit inhaltlich damit auseinanderzusetzen? Oder ist das manchen zu viel Arbeit? Lassen sich die Dinge eben einfacher auch darstellen? Wie schätzen Sie da die politischen Gegner der AfD ein?
Also man kann das auch nicht über einen Kamm scheren, genauso gut, genauso wenig, wie man die Medien über einen Kamm scheren kann. Es gibt ja auch nicht die Lügenpresse, wie es die AfD behauptet, sondern da muss man sehr differenzieren. Aber es ist schon so, dass wenn ich viele Sendungen beobachte, wo dann ein Vertreter der AfD dabei ist, es geht immer die erste halbe Stunde erstmal um die AfD selbst, statt um ihre Inhalte. Es geht darum, dass die anderen versuchen, die AfD festzunageln auf rassistische Äußerungen und so weiter. Und was zu Solidarisierungseffekten mal, bei AfD natürlich, ja, dass man erstmal eine halbe Stunde überhaupt nicht über das redet, über was man überhaupt reden sollte, nämlich zum Beispiel über landespolitische Inhalte bei den Diskussionssendungen, sondern erstmal geht es darum, die AfD zu entlarven oder wie auch immer. Und das gefällt vielen Zuschauern nicht, weil die ja durchaus hören wollen, was hat die CDU, die SPD, die FDP, die AfD zum Verkehrsproblem, zum Problem Schule und Bildung und so weiter in was der Landespolitik die, was muss zu sagen. Was müssen die anderen Parteien machen, um die AfD inhaltlich zu entlarven? Sie müssen sich gut vorbereiten und sie müssen dann auch deutlich machen, dass man die AfD inhaltlich durchaus bei vielen Dingen stellen kann, ohne dass man sie in die ganz rechte Ecke stellt, sondern weil sie doch ja auch viele Dinge sagt, die einfach faktisch falsch sind oder die schief dargestellt werden und so weiter. Und wenn man das zeigen kann, dann kann man sie auch, denke ich, inhaltlich stellen. Nur man sollte nicht meinen, dass irgendetwas nur deswegen falsch ist, weil es die AfD eben auch sagt. Und das ist schon ein bisschen das Problem. Der Versuch, die AfD zu entlarven, kann eben auch, und da kommt die von Ihnen beschriebene Angst her, die kann auch dazu führen, dass diejenigen, die es versuchen, entlarvt werden. Ja. Das kann eben auch passieren. Das könnte man auch als Künstlerpech bezeichnen. Interessant macht, die AfD hat ja ganz oben in diesem Forderungskatalog jetzt für ihr politisches Programm, das ja, glaube ich, im April irgendwann verabschiedet werden soll, steht Plebiszite. Also ja. Volksentscheide, direkte Demokratie, da ist sie ja in einem Boot mit den Linken und mit den Grünen. Die SPD ist da auch dafür, Teile der Union auch. Ist ja eigentlich etwas, was viele Leute eigentlich wünschen. Sie möchten sich möchten mehr beteiligt werden, nicht nur bei Wahlen. Die AfD sagt zwar, das soll vor allen Dingen für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union gelten, diese Plebiszite oder Fragen der Währungsunion, der weiteren Entwicklung. Aber eigentlich liegt sie mit dieser Forderung ja ziemlich im Zeitgeist. Naja, das ist das. Sie beschwört ja das Schweizer Modell. Das ist das, was sie... Was noch viel plebiszitärer ist. Als was viel plebiszitärer ist, sich aber aus der Schweizer Geografie und der Schweizer Geschichte erklärt, wo jedes Tal eine eigene Regierung hatte. So, das ist... Deswegen ist... Man muss das in den Gesamtzusammenhang stellen. Die Überschrift ist, wir sind Anti-Establishment. Und wir wollen das Volk direkt beteiligen. Aber wir wollen das Volk direkt beteiligen, weil wir Anti-Establishment sind. Was ist Establishment? Das sind die Parteien. Überall, wo die Parteien Einfluss haben, wollen wir sie rausdrängen. Zum Beispiel wollen wir nicht, dass jemand, der im Parlament sitzt, gleichzeitig in der Regierung sitzen darf. Also ein parlamentarischer Staatssekretär wäre nicht möglich. Wir wollen nicht, dass eine direkte Einflussmöglichkeit der Parteien auf die Justiz möglich ist. Wir wollen nicht Politiker in Rundfunkräten sitzen haben. So, das sind aber Fragen, über die hat beispielsweise Jürgen Röttgers schon vor 15 Jahren ein dickes Buch geschrieben. Das heißt also, es werden bestimmte Dinge angesprochen, die schon seit vielen Jahren ein Ärgernis sind. Die etablierten Parteien haben sich an diese Art von System gewöhnt. Und wenn sie jetzt den Versuch unternehmen würden, die AfD zu entlarven, dann müssten sie sich ja damit auseinandersetzen. Dann würden ja kritische Fragen kommen. Warum gibt es denn Rundfunkräte, in denen Politiker sitzen? Warum gibt es denn eine Weisungsbefugnis, die ein Justizminister hat gegenüber einem Generalstaatsanwalt? Ist das dienlich der Unabhängigkeit der Justiz? Diese Fragen würden kommen und ich sage Ihnen, das wäre für die etablierten Parteien, wird das ein unangenehmes Rennen. Deswegen verstecken die sich hinter Floskeln, deswegen versuchen die Tabus aufzurichten, um diese ernsthafte Diskussion gar nicht erst führen zu müssen. Die Flüchtlingskrise hat ja in den letzten Monaten im Wahlkampf das Land ja eigentlich gespalten. Ziemlich, ja. Nach Ihrer Erfahrung mit Deutschland, hat Deutschland die Kraft, diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, zu integrieren? Also dieses Thema Flüchtlinge, Migration irgendwann mal so in den Griff zu kriegen, dass das gesellschaftlich wieder ins Lot kommt? Ich glaube an Deutschland, aber nicht so. Also wir brauchen ein Konzept dafür. Es geht nicht nur mit wir schaffen es. Wir haben Frau Merkel unterstützt in ihrer Behauptung. Alle Menschen, die offen sind für
Demokratie, die helfen möchten, die verstehen die Notsituation der anderen Menschen, haben alles versucht. Aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen ein Konzept zusammen mit den anderen Ländern, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Es sind genug Flüchtlinge in Italien, Spanien, Portugal, in Frankreich, Nord- und Südfrankreich. Und das nur in unserem eigenen Kreis zu gestalten, die Organisation, wäre nicht genug. Flüchtlinge kommen aber auf jeden Fall nach Deutschland. Die kommen nach Deutschland. Und ich bin absolut überzeugt, dass mit mehr Kraft, mit mehr Aufklärungsmöglichkeiten werden wir den Menschen die Angst wegnehmen, dass diese Leute gekommen sind, hier deren Arbeitsplätze wegzunehmen oder was haben sie gesagt, noch auf dem Wohnungsmarkt Konkurrenz aufzubauen. Also eigentlich müssen wir noch einen sehr starken Dialog führen, um diese alle Dimensionen, in dem AfD jetzt versucht, Kraft zu gewinnen, für uns zurückzugewinnen. Das heißt, dass der Auftrag, Dialog führen, Aufklärung betreiben, an die Medien, an die Politik, erstmal Probleme lösen. Ich meine, Frau Nahles hat gesagt, dass nur jeder Neunte, nur einer von zehn sofort integrierbar wäre von den Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben ein gigantisches Problem. Das kriegen Sie mit Dialog nicht wegmoderiert. Aber ohne Integration und einen Erfolg wird es nicht gehen, dann wird möglicherweise noch mehr schief gehen. Wir sind am Ende der Sendung, aber ganz bestimmt nicht am Ende dieses Themas. Das wird uns noch lange beschäftigen, sehr lange sogar. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, morgen ist ja die Regierungserklärung im Bundestag. Da geht es um den möglicherweise alles entscheidenden EU-Gipfel am Donnerstag und am Freitag in Brüssel. Die Verhandlungen mit der Türkei, wie die Flüchtlingskrise in den Griff kriegen. Und morgen Abend gibt es dann noch ein Treffen der Spitzen von CDU und CSU. Da wird es auch nicht sehr fröhlich zugehen nach dem letzten Wahlsonntag. Thema morgen auf dem Prüfstand. Kurswechsel bei Merkel. In der Phoenix-Runde bleiben Sie bei Phoenix. Vielen Dank, Tina Hassel. Guten Abend, herzlich willkommen auch hier im Studio zu Hard Aber Fair. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, der Wähler hat gesprochen, war auch nicht zu überhören. Die Frage ist nur, wie die Ergebnisse in Berlin verstanden werden. Durchaus als eine Bestätigung für den Flüchtlingskurs der Kanzlerin, hört man jedenfalls von Merkel-Getreuen. Ist das dreistes Umdeuten oder kühle Analyse? Was ist die richtige Antwort auf die Wucht, mit der sich die AfD in drei Parlamente katapultiert hat? Sie werden in dieser Sendung eine Wählerin der AfD kennenlernen, Brigitte Büttner, bisher treue Unterstützerin der Grünen. Gestern Abend habe ich noch mit ihr telefoniert und sie war erstaunt, ja bis erschrocken über diesen AfD-Erfolg und sagt trotzdem, es musste sein, als Stoppsignal. Eine von vielen Protestwählern. Unser Thema, die Wutwahl verliert Deutschland die politische Mitte. Und das sind unsere Gäste. Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes, stellt fest, die Wahlen haben gezeigt, dass viele Bürger Sorgen haben und verunsichert sind. Auch weil die Union nicht geschlossen war. Dennoch bleibt der Kurs der Kanzlerin richtig. Denn nur mit einer gesamteuropäischen Lösung können wir die Flüchtlingskrise nachhaltig bewältigen. Jörg Meuthen, der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg, entgegnet, ein einfaches Weiter-so der anderen wird uns noch stärker machen. Die Bürger wollen mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen werden. Außer uns tut das niemand. Juli C., die Schriftstellerin und Juristin, hat Angela Merkel früher häufig kritisiert. Heute steht sie hinter der Kanzlerin und sagt, Merkels Kurs ist jetzt erst recht gefragt. Denn außer krassen Parolen hat die AfD nichts zu bieten. Und mit der richtungslosen Gabriel-SPD rechnet ja ernsthaft kaum noch jemand.
Thomas Oppermann. Der SPD-Fraktionschef kündigt an, mit uns ist zu rechnen, denn wir werden den Kampf um die demokratische Mitte in Deutschland voller Entschlossenheit aufnehmen. Protestwählen löst nicht ein Problem in unserem Land. Im Gegenteil, es spaltet die Gesellschaft. Christoph Schwennecke. Der Cicero-Chefredakteur stellt fest, die CDU wurde in den Wahlländern abgestraft und die SPD schwindet dahin. Diese Wahlen waren trotz aller Dementis vor allem eines: Gradmesser für die Politik der Kanzlerin. Denn je mehr Flüchtlinge, desto mehr AfD. Altmaier, wenn eine Partei mit einer bestimmten Politik so viele Wähler verliert, muss sich dann die Partei ändern oder muss sich der Wähler ändern? Na, wir müssen überlegen, was wir falsch gemacht haben. Dass es eine ganz ungewöhnlich schwierige Situation war. Angesichts dieser Flüchtlingssituation bestreitet niemand. Dass es nicht hilfreich war, dass über weite Strecken der Eindruck entstanden ist, dass die Union nicht geschlossen ist, das kann man beim besten Willen nicht leugnen. Wer hat denn für diese nicht geschlossenheit gesorgt? Sagen Sie mir doch mal, wer hat denn für die Ungeschlossenheit gesorgt? Nur damit wir die Täter kennen. Ja gut, das können Sie an allen Zeitungen und in allen Nachrichtenagenturen nachlesen. Ich glaube, ich muss das nicht fortsetzen. Aber Seehofer, Glöckner, Wolf haben auf dem Bundesparteitag der CDU fast einstimmig eine Position beschlossen. Wir haben zwischen CDU und CSU Papiere beschlossen, die wir gemeinsam gebilligt haben. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, nach außen klarzumachen, dass wir gemeinsam hinter diesen Papieren und auch hinter dem Kurs der Kanzlerin stehen. Das hat die Dinge nicht vereinfacht. Aber ich sage noch einmal, wenn eine solch schwierige Situation ist und sie es dann in der politischen Realität auch mit Konkurrenten zu tun haben, die auf die Ängste der Menschen setzen, statt den Menschen zu erklären, was die richtigen Entscheidungen sind, dann sind solche Wahlen sehr, sehr schwer. Und dennoch hat die CDU mehr Stimmen bekommen als jede andere demokratische Partei. 1 Million Stimmen mehr als die SPD, wenn man alle drei Wahlergebnisse zusammenzählt. Wenn Sie jetzt den Wettbewerb der Trostpreise aufmachen wollen, können wir das machen. Darf ich nochmal die Frage in Erinnerung rufen, damit wir wissen, ob wir über dieselben reden. Ich habe Zeitungen gelesen, Sie haben Zeitungen gelesen. Wer hat für das ungeschlossene Bild gesorgt? Seehofer? Nun, es gab in den letzten Monaten Diskussionen zwischen der CSU und der CDU, das ist richtig. Gehören Glöckner und Wolf auch dazu, die Wahlverlierer? Haben die einen Fehler gemacht, indem sie so Pläne A2 entwickelt haben? Ist das ein Grund für die krachende Niederlage? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich jetzt darauf einlasse. Ich versuch's nur. Ich habe wie viele andere in der CDU dafür gekämpft, dass Julia Klöckner und Guido Wolf ein möglichst gutes Wahlergebnis einfahren in vielen Veranstaltungen vor Ort. Und ich war traurig, dass wir unsere Wahlziele nicht so erreicht haben, wie wir uns das gewünscht hätten. Und deshalb, gerade weil ich weiß, dass die Wahlkämpferinnen vor Ort jetzt in den Parlamenten darum ringen, wie die neuen Regierungen gebildet werden und ob die Union möglicherweise an diesen Regierungen beteiligt ist, halte ich es für ein Gebot der Geschlossenheit und dass wir in den internen Sitzungen uns auch ganz offen und deutlich sagen, wo die Fehler und die Schwächen liegen, dass wir diese innerparteilichen Diskussionen aber nicht nach draußen austragen, weil die Bürgerinnen von uns erwarten und die Bürger, dass wir Lösungen für das Flüchtlingsproblem vorweisen und nicht innerparteiliche Debatten führen. Darf ich dann noch ein Zitat, was ich von gestern Abend von Frau von der Leyen gehört habe, es wurde in Teilen auch wiederholt, die sagt, ja, eigentlich war das eine Bestätigung für den Merkel-Kurs. Guckt doch mal, wer gewonnen hat. Kretschmann hat gewonnen, Malu Dreyer hat gewonnen. Das sind klare Unterstützer des Kurses der Kanzlerin. Ich habe das in der Begrüßung schon gesagt. Ist das dreistes Umdeuten oder ist das eine kühle Analyse? Nein, ich glaube, ich habe gestern Abend mir die Wahlanalysen in den großen Fernsehanstalten angeschaut. Und da hat man gesagt, dass in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler den Kurs der Bundeskanzlerin in der Flüchtlingsfrage für richtig gehalten hat. Sehr viele innerhalb der eigenen Partei. Auch einige von SPD und Grünen, etwas weniger zugegebenermaßen bei der AfD. Aber diese Mehrheit, die zum Ausdruck kam
auf einem sehr erfolgreichen CDU-Parteitag im letzten Dezember, die zum Ausdruck kommt in ihren Wahlanalysen. Davon bin ich überzeugt, dass es diese Mehrheit in Deutschland gibt und dass die Mehrheit der Menschen hinter dem Kurs der Bundeskanzlerin nach wie vor steht, weil es ein Kurs ist, der Humanität und Rationalität in einer europäischen Lösung zusammenbringt. War das eine Bestätigung für den Kurs von Merkel? Darauf gibt jemand eine Antwort, der ist von der Frage eigentlich schon aus den Schuhen gehoben. Gehört ihr auch zu denen, die da sagen, das sei ein Erfolg für Angela Merkels Flüchtlingspolitik? Bitte? Es gibt Leute, die sagen, das sei ein Erfolg für Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Gibt's? Ich weiß nicht, über was man sich mehr wundern soll, über die Wahlergebnisse gestern oder über die Erklärungsversuche. Ja, das ist sehr eindeutig. Wenn ich mir anschaue, wo wir im September in den Umfragen standen, auch in den Ländern, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, über 40%. Und wir haben zum Teil zweistellig verloren. Und der zentrale Grund ist die Flüchtlingspolitik. Es hat überhaupt keinen Sinn, da vorbeizureden. Und wir werden lange brauchen, diese Entwicklung der letzten 6 Monate. Das ist ja eine tektonische Verschiebung der politischen Landschaft in Deutschland, wieder wettzumachen. Herr Altmaier, was ist falsch daran, was Seehofer gerade gesagt hat? Sichtlich bewegt, erschüttert. Nein, es ist überhaupt nicht alles falsch. Ich habe doch zu Anfang selbst gesagt, das war eine ungewöhnlich schwierige Situation, weil sich viele Menschen Sorgen machen angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, weil auch die Erfolge der letzten Monate noch nicht so deutlich geworden sind. Und deshalb gibt es auch Menschen, die ihre Zuflucht gesucht haben zu anderen Parteien, die es bis dato in den Parlamenten nicht gegeben hat. Und trotzdem bleibt richtig, dass nach allen Wahlanalysen, jedenfalls die, die ich bei der ARD und bei dem ZDF gesehen habe, es so ist, dass offenbar die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler diesen Kurs unterstützt, auch wenn nicht alle diese Menschen CDU gewählt haben. Das gehört zur Demokratie mit dazu. Und wir hätten uns gewünscht, dass wir die guten Umfragewerte hätten halten können. Wir sind enttäuscht, dass es nicht gelungen ist. Und wir wissen, dass dies nicht in erster Linie und nicht nur die Schuld der Wahlkämpferin vor Ort war und der Wahlkämpfer, sondern dass es eben auch etwas damit zu tun hat, dass ein solch wichtiges Thema plötzlich viele regionale Themen zur Seite gedrängt hat und im Vordergrund stand. Herr Schwenicke, seit gestern wird viel von einer Denkzettelwahl gesprochen, auch für Angela Merkel. Was steht Ihrer Meinung nach drauf auf diesem Denkzettel? Wir unterstützen dich eben nicht in der Art und Weise für diese unkonditionierte Willkommenspolitik, die du gemacht hast, seit August, Ende August vergangenen Jahres. Und ich finde, diese Versuche, Sie haben gesagt, dreistes Umdeuten oder glattes Lügen, mich erinnert es eher an absurdes Theater, was da Ursula von der Leyen gestern Abend zum Beispiel aufgeführt hat, wenn gesagt wird, im Prinzip ist unsere Kanzlerin in der Person von Herrn Kretschmann von den Grünen und in der Person von Malu Dreyer bei der SPD gewählt worden. Das ist absurd. Und ich meine, die zwei Sündenböcke waren vorher markiert. Sie haben auch etwas dazu getan, das stimmt. Julia Klöckner und Guido Wolf haben durch ihr Geeier irgendwie für Frau Merkels Politik zu sein, aber auch ein bisschen dagegen, sich angeboten.